Ja, Klang ist natürlich ein Naturphänomen. Ich meine, jeder Vogel, jedes Tier, der Wind, das Feuer, Wasser, alles erzeugt Klänge. Und über diese Klänge bin ich mit der Natur verbunden. Und wenn ich an einem Bach sitze, höre ich Stimmen. Und ich glaube, meine Musik ist ja überhaupt nicht zeitgenössisch oder modern oder irgendwie so etwas, sondern meine Musik ist der Natur abgelauscht. Ich entscheide mich für einen Text und dann bin ich unterwegs mit diesem Text und dann beginnt er zu klingen. Ich höre dann einen Chor singen, ich höre Instrumente, ich höre einzelne Stimmen, die ich kenne, zum Beispiel die Jodelstimme von Annelies oder die Klarinette von Manfred. Das sind Klänge, die mir vertraut sind. Und ich schreibe das dann in eine Partitur und wenn das zusammengefügt wird, das ist eigentlich das Komponieren, dann entsteht dann ungefähr das, was ich gehört habe. Es gab wenige Komponisten, die darüber gesprochen haben. Brahms hat einmal gesagt, er sei in einem Interview, hat Brahms gesagt, er sei in einer Art Trance, wenn er schreibt. Und Mozart schreibt in einem Brief, wenn ich komponiere, geht es zu wie in einem wilden Traume. Also offenbar ist eine Komposition, Musik zu empfangen, so ein Zustand eines erweiterten Bewusstseins. Und wenn du mich fragst, woher das kommt, dann kann ich dir auch keine Antwort geben. Ich glaube, das ist die gleiche Frage, woher alles kommt. Die Blumen, die Bäume, die Berge, das Meer, das Wasser, die Elemente. Kompositionen sind auch Schöpfungen, aber nicht des Komponisten. Das finde ich sehr wichtig. Also es ist nicht meine Musik, sondern es ist Musik, die ich geschenkt bekomme, höre. Das Handwerk ist dann, das aufzuschreiben und dann wieder mit dem Chor, mit den Sängerinnen, mit den Musikern umzusetzen. Aber der Kontakt bei der Intuition, beim Empfangen, das ist ein Mysterium. I'm